Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee mit 10 Dinge, wie man Steine malt. Hier Steine unter klarem Wasser, hier Steine unter fließendem Wasser, dann Steine am Seeufer, nasse Steine am Seeufer. Und ich zeige euch verschiedene Techniken, wie ihr zu diesen Ergebnissen kommt, wie ihr das am besten anlegt. Es geht gleich los. Zuerst machen wir die Stelle für den Stein nass und beginnen dann mit einem Heliozyanblau und einem Indigoblau dunkel. Ganz vorsichtig diesen Stein nicht flächig zu grundieren, sondern eher stellenweise. Dann immer wieder auch dunkles Indigoblau hineintupfen. Ihr könnt auch mal ein Sepia-Braun-Dunkel verwenden. Ja. Ihr seht, er wird sehr bewegt. Nun streuen wir sogar noch Salz hinein, dass er beim Trocknen noch mehr Struktur bekommt, noch mehr kristalline Struktur, und gehen dann gleich zum nächsten Stein, in venezianisch rot grundiert. Diesen male ich relativ flächig. Ich nässe ihn nicht vorher an, sondern gehe einfach mit der nassen Farbe drauf und nehme jetzt ein Schleifpapier, ein feines, und einen Aquarellbuntstift und lass ein bisschen von diesem Buntstift, von diesem schwarzen, auf das Braun rieseln, was eine wunderschöne Steinstruktur gibt. Nun nehme ich eine Ölkreide und male ein paar Kritzel und Kringel und Striche an den Ort, wo ich den nächsten Stein platziere. Mit einem dicken Rundpinsel male ich meine Steine. Diesen hier in Indigoblau, und ihr seht ganz zart, dass diese Ölkreide teilweise ein bisschen sichtbar bleibt, ein bisschen durchschimmert durch diese indigoblaue Farbe. Auch hier streue ich wieder geraspelte Aquarellfarbe drauf in Schwarz. Den nächsten Stein grundiere ich in Heliozyanblau. Tupfe dann ein bisschen Permanentgrün hinein. Ihr seht an den Stellen, wo dieses Blau die anderen Steine berührt, sieht man es ein bisschen, da fließt ein bisschen was hinüber, und ich habe noch Salz hineingestreut. Hier habt ihr jetzt einen Wachsstift gesehen, und ich mache dasselbe wie vorher mit der Ölkreide, nur dass man den Wachsstift viel besser durchschimmern sieht. Also hier hat der Stein wirklich leuchtend helle Stellen. Ich grundiere ihn in Sepia-Braun und gebe dann Heliozyanblau tupfenweise, stellenweise hinzu. Auch hier raspel ich Schwarz darüber. Den nächsten Stein grundiere ich wieder in Sepia-Braun. Nun kann ich die umliegenden Steine schon besser berühren, weil sie schon mehr oder weniger trocken sind. Der rechte noch nicht ganz, da fließt es rüber. Und jetzt sprühe ich ein Medium, ein Granuliermedium von Schminke darauf. Da bekommt ihr einfach eine ganz spezielle Struktur. Die Farbe sammelt sich an einzelnen Orten und wird von anderen abgeschieden, sodass ihr eine spezielle Struktur bekommt. Bitte abonniere meinen Kanal, wenn du noch mehr Videos zu verschiedenen Effekten, zu verschiedenen Techniken bekommen möchtest. Nun kommen wir schon fast zum Ende des Bildes. Wir nehmen einen mittleren Detailpinsel, ein Sepia-Braun und ein Heliozyanblau und malen den Außenbereich der Steine und den Zwischenbereich. Wir schauen, dass wir dort
braun nehmen, wo die Steine eher blau sind, und dort blau, wo die Steine eher braun sind, sodass sich der Hintergrund mit den Steinen nicht so sehr mischt. Und umgeben diese schönen Steine, diese Steine unter klarem Wasser, einfach mit diesem Blau-Braun-Ton. Ihr könnt auch ein bisschen ins Blau vom Braun hineinspritzen und umgekehrt. Also wir haben da verschiedene Möglichkeiten, um diesen Hintergrund sehr lebendig zu gestalten, sehr bewegt. Wichtig ist auch ein Übergang jeweils zwischen dem Blau und dem Braun, dass wir es wirklich rundherum ziehen können. Dieser blaue Stein ist noch ein bisschen feucht und saugt sofort dieses Braun, dieses Sepia-Braun auf. Das ist aber in Ordnung, das sieht schön aus. Hier gegen unten hin muss ich natürlich wieder in einen Blauton kommen, weil die Steine in Braun gehalten sind. Ja, so taste ich mich so ein bisschen vor und rundherum, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es in Ordnung, so gefällt es mir. Auch hier habe ich jetzt wieder ein paar braune Spritzer hineingegeben ins Blau. Es ist ja ein Seeboden oder Meerboden, aber ich glaube eher See, Süßwasser, dass man diese Steine hier so ganz klar und schön sehen kann. Ich mache keinen bestimmten Abschluss, keinen bestimmten Rahmen. Ich lasse es außen herum einfach auslaufen ins Weiß. Nicht einmal mache ich einen schönen Übergang, sondern teilweise hört es einfach auf. An anderen Stellen habe ich ein bisschen getupft und gestrichelt, dass es harmonischer wirkt. Schaut einfach auf die Form des Ganzen und schon habt ihr einen schönen Ausschnitt aus einem Seeufer mit Steinen unter klarem Wasser. Als nächstes lassen wir über diese Steine Fließwasser fließen. Hier sind sie unter klarem Wasser und nun zeige ich euch, wie wir sie unter Fließwasser geben. Wir mischen ein Deckweiß mit ein bisschen einem Ultramarinblau und streichen das dann relativ flott über die Steine in einer bestimmten Fließrichtung, also nicht kreuz und quer, sondern wirklich in einer Richtung, so dass man teilweise ein bisschen mehr Weiß und teilweise ein bisschen mehr Blau sieht, also dass es heller ist oder nicht so hell, so dass man wirklich sehen kann, hier sind es Flusssteine ganz bestimmt und der Fluss, das Flusswasser, das Klare, vielleicht ist es ein Bergbach, fließt über diese Steine an dieser Stelle. Und man sieht ganz deutlich die Fließrichtung des Wassers. Zu dieser Mischung habe ich jetzt teilweise noch ein direktes Deckweiß in die Feuchtigkeit hineingegeben, in der bestimmten Fließrichtung, sodass ich wirklich diese hellen Stellen auch herinnen habe und dadurch meine Fließrichtung noch mehr unterstrichen wird, man mehr erkennt, dass die Steine wirklich unter fließendem Wasser liegen. Ihr seht, ich habe auch mit Indigoblau noch ein bisschen abgedunkelt, auch in der Fließrichtung und immer wieder auch das Deckweiß genommen, um einzelne Stellen hervorzuheben. Ihr müsst ein bisschen ausprobieren, wie viel Farbe gebraucht wird, also wie sehr zugedeckt sie sein müssen, die Flusssteine. Hier seht ihr diesen fertigen Ausschnitt von Flusssteinen unter fließendem Wasser. Und als letztes in dieser Technikreihe zeige ich euch Seesteine, also Steine am Seeufer, feuchte Steine am Seeufer.
Ich mische ein Ultramarinblau und ein Sepiabraun und grundiere von unten das Blatt. Oben habe ich schon eine Art Wasser angelegt und hier kommen jetzt die Steine dazu. Mal mehr in Sepiabraun, mal mehr in dieser grauen Mischung, wo mehr Blau dabei ist, mehr Ultramarinblau. Am Rand mache ich das Ganze ganz dicht und gegen oben hin, ich stelle mir vor, dass von oben die Sonne auf den See scheint, gegen oben hin sehen wir wirklich einzelne Steine, tupfe ich einzelne Steine in dieses Weiß und unten seht ihr, auf diese graue Fläche habe ich jetzt noch Sepiabraun getupft, immer wieder, sodass sepiabraune Steine auf dieser grauen Fläche sind. Gegen oben hin werden die Steine immer kleiner, feiner, verteilter. Hier mal einer, dort mal einer. Da müsst ihr ein bisschen ausprobieren, wie es euch gefällt, wie es für euch passt auf eurem Bild. Ja. Auch hier im Vordergrund kommen wieder Steine dazu. Ihr könnt immer wieder warten, bis das Ganze ein bisschen trockener geworden ist. So könnt ihr eine nächste Schicht machen. Hier hole ich jetzt sogar noch ein Rot hinzu. Wirklich ein Rot, sodass die Steine auch teilweise schimmern, rot schimmern. Wir haben gerade vorher gesehen, wie intensiv bunt Kiesel sein können und eben auch Steine am Seeufer. Nun mit einem feineren Pinsel mache ich auch noch feinere, kleinere Steine. Und hier jetzt in derselben Farbmischung, aber sehr viel verdünnter, sehr viel mehr mit Wasser, male ich einzelne horizontale Striche oder Strichlein, kleine Striche zwischen den Steinen im Wasser, wo ich das Wasser andeute, wenn ich eine kleine Welle, eine kleine Unebenheit des Wassers anzeigen möchte. Und ja, ihr seht auch hier, sobald ich das gemacht habe, sieht das Ganze mehr nach Wasser aus und Steinen am Rand eines Wassers. Nun nehme ich ein sauberes Taschentuch und einen Schrubberpinsel und wasche einzelne hellere exponierte Stellen aus dieser Masse heraus, sodass es wirkt, als wären da Steine, auf die ein bisschen Licht fällt, vielleicht von der Sonne von vorne, die exponierter sind, die vielleicht höher sind, die man besser sieht, die herausstechen aus dieser grauen Masse. Ja, und weil ich das mache, bekommt man auch das Dreidimensionale in das Bild hinein und sieht, dass ein Licht darauf fällt. Also erst dadurch wirken die Steine dann eigentlich nass. Ja, seht, es sieht schon immer mehr nach Wasser, also nach Wasserrand aus, Seeufer. Auch mache ich immer mal wieder eine kleine Welle, eben in dieser verdünnteren selben Blau-Braun-Mischung, was eigentlich dann ein Grau ergibt. Und jetzt zum Schluss habe ich noch ein sehr scharfes, kleines Ritzmesserchen in Verwendung, wo ich auf den Steinen Glanzpunkte einritze. Ich verletze damit ein bisschen die Oberfläche meines Blattes und dadurch kommen ganz helle, ganz weiße Stellen zum Vorschein, was zauberhaft aussieht. Nun sind wir auch fertig mit unserem Seeufer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen etwas zeigen können an verschiedenen, an neuen Techniken hoffentlich. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und über das Abonnieren meines Kanals. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine gute Frühlingszeit, dass wir bald barfuß über Steine am Seeufer gehen können wieder, weil es warm genug ist. Bis bald, tschüss und danke fürs Zuschauen.